sage ich, wenn ihn fällt, keine Bombe, dann haben wir nichts. Glänzend aus der Führer, was? Und was der Mann arbeitet, jede Nacht durch. Wenn die anderen nur annähernd Hals sowas hätten. Na, meine Worte, hat ja keine Gegner. Was sind das für Leute auf der anderen Seite? Stalin, Churchill, Roosevelt. Doch, was dann? Wenn einen diese Augen so durchdringend anschauen? Boah, jedes Mal der innere Spülung. Ab dafür zu Otto. Herr Hitler, Herr von Stetten. Heil Hitler, Herr Harras. Was hat denn Brauchitsch heute Abend gehabt? Der war so nervös. Ja, irgendwas ist los. Lütjohann zieht schon Erkundigungen hin. Herr Hitler, General. Na, was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Wollen wir noch zusammen auf ein Schnäpschen? Koryanke! Tut mir leid, Puppenführer. Hab noch eine kleine Feier bei Otto für Eilers. Die haben sich da was angehängt. Ah, Kommodore Eilers. Ja, den hätte ich auch ganz gern begrüßt. Aha. Wollen wir mitnehmen? Meine Witze sind ja sowieso schon bekannt. Sind ja alle bei seinem Chef in meinen Personalakten eingetragen. Ich bitte Sie, nichts ist eingetragen. Wir haben doch Sinn für Humor. Das Walter Himmler. Kommen Sie morgen. Ja, wir sind komplett. Das Auswärtige Amt hat sich dazwischen geklemmt. Na ja, also ich bin motorisiert. Lütjohann, los, rin. B-2-4. Dicke Luft bei Moskau, was? Ja, so viel ich rauskriegen konnte. In Russland fängt es mächtig an zu frieren. General von Bock hat kalte Füße bekommen. Er soll an der Strippe gerufen haben, entweder zurück oder keine weitere Verantwortung und so weiter und so weiter. Wird der von Bock wohl bald ein Sündenbock sein? 132.000 Bruttoregistertonnen im Kampf um England versenkt. Na, wenn es im Osten brennt, gibt es am besten eine Sondermeldung. Im Ernst, Haas, glauben Sie nicht, dass was passieren kann? Ich meine, etwas Entscheidendes. Ist schon passiert. Sie meinen, der zunehmende Materialverbrauch? Ich meine Russland. Also, strategisch gesprochen, wenn wir Russland erledigt haben... Ja, haben wir aber noch nicht, Herr vom Flunk. Ich verstehe zwar nichts von Strategie, ich weiß nicht, was der Laden kostet. Vom Standpunkt der Luftwaffe aus. Glauben Sie, dass wir mit unserer Produktion nicht nachkommen können? Ich weiß nicht noch mal raus, was die anderen in 1 bis 2 Jahren aufbringen können. Und wir müssen Bomber bauen statt Jäger. Nee, General, da überschätzen Sie die Produktionskraft der westlichen Demokratien. Die sind doch psychologisch unterhöhlt. Ja, da müssen aber dann doch bei Zeiten geeignete Maßnahmen getroffen werden. Naja, vielleicht weiß das Auswärtige Amt mal wieder rein. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach gäbe es noch einen politischen Ausweg, falls ein militärischer Vollsieg zurzeit nicht erreicht werden kann. Vor allen Dingen Amerika raushalten. Japan abblasen, dann irgendwie separat Frieden mit Russland und Kompromisslösung mit London. Marke Ribbentrop, 1941er Spätlese. Keskse. Armagnac für Harras. Er fängt doch immer mit einem doppelten Armagnac ein. Herr Detlef, François, wo steckt ihr denn? Hier ist doch noch gar nichts los. Was soll ich denn drüben mit den 3 Neuen machen, wo heute Reichstag war? Harras hat uns ausdrücklich für seine Gesellschaft abkommandiert. François und mich verwehen zuverlässig. Aber die ganze Bude ist voll großer Tiere. Ach, exaltiere dir nicht, Otto. Sei ein guter Bubi. Gib Tante ein Küsschen. In anderen Zeiten würde ich euch auf der Stelle hinauswerfen. In anderen Zeiten? Ah, Herr General! Willkommen zu Hause, Herr General! Herr Baron, Herr Hauptmann, ganz große Ehre, Herr General. Garoviere? Ja, bitte? Alles vorbereitet. Der Hunger ist schon errötet. Detlef, doppelt Armagnac. Voilà. Aufnahme. Ganz große Ehre, Herr General. Bitte, Herr General, wird die Chef vorher einen Blick auf das Arrangement werfen wollen? Das sieht ja ganz manierlich aus. Fast so wie in guten alten Zeiten. Bei uns immer gute Zeiten, Herr General. Alt oder neu, wir ändern uns nicht. Ja, das ist ein schönes Wort fürs Poesiealbum. Wir ändern uns nicht, was, Dicker? Und legt der Bauch auf Falten, wir bleiben doch die Alten. Was ist das für ein komischer Draht da am Fenster? Was ist das für ein Draht? Warum fahren Sie mich denn? Da läuft der Draht ja weiter, ne? Ach so, da ist das Radio geerdet. Ja, war das vom Radio, natürlich. Von wegen drahtlos. Drahtfunk von wegen Luftlage, Herr General. Das fand ich auch schon nervös zu hören. Um 11 kein Anflüge. Na, da haben wir einen Feind. Wo stehen die Roten? Oh, ich ruf mal schnell an, dass die Kinder endlich kommen. Da sagen Sie am Helden von Schwiegersohn, er soll ein bisschen Dalli machen. Sonst fressen wir hier alles auf. Alles? Oh, Papa, ja. Ja, ja, wir kommen gleich. Ja, mach ich. Wir sollen ganz schnell kommen. Ganz schnell. Müssen wir da wirklich hingehen? Natürlich.
Haas hat solchen Spaß an solchen Feten. Aber wir bleiben nicht lange, nein? Weißt du, Anne, das Schlimmste ist das Wegsein von zu Hause, von dir und von den beiden Fratzen. An den Diensten, an die Kämpfe hat man sich ja langsam gewöhnt, aber auf die Dauer. Es ist ja nicht für die Dauer. Es geht ja vorüber. Jetzt muss es sein. Tja, jetzt muss es sein. Und wir wissen ja auch wofür. Na, komm, Haras wartet. Och, jetzt habe ich das vergessen. Dann muss ich es eben morgen kleben. Pützchen, bist du fertig? In 5 Minuten. Du, ob es da heute Abend eine Verlobung gibt? Na, Hartmännchen, warum bist du denn so stumm? Ich bin noch nicht ganz hier. Gestern Abend noch über London und jetzt. Es geht alles so schnell. Da denkt man nicht mehr dran. Kleiner, habt ihr deine Fronterlebnisse für deine Memoiren auf und sei ein bisschen vergnügt. Jetzt bist du in Berlin und heute Abend sind wir bei Otto. Guck mal, ohne Träger. Was wirst du mit deinem Urlaub anfangen? Hast du schon Pläne? Ich wollte meinen Urlaub irgendwo auf dem Lande verbringen. In Bergen. Ich dachte, wir könnten. Du meinst Garmisch oder so? Ist doch überhaupt nichts mehr los, alles Lazarette. Laufen sie rum mit Gesichtern wie beim Staatsbegräbnis. Nee, nee, du, leben kann man bloß noch in Berlin. Mach mal zu. Mit Baron Flunk? Hartmännchen. Tz, Baron Flunk ist ein kleiner Mann im Auswärtigen Amt. Nee, da müssen ganz andere kommen. Sag mal, Plötzchen, wie sprichst du eigentlich? Du bist so, wie kann man denn in einer solchen Zeit... Du verstehst von dieser Zeit überhaupt nichts. Das ist es ja. Schau dir Eilers an. Der ist richtig. Der ist was geworden. Der weiß, dass man sich jetzt dran halten muss, wenn erst wieder Frieden ist. Glaubst du denn, Eilers kämpft, weil er was werden will? Er ist Soldat und er kämpft für Deutschland. Hartmännchen, also manchmal bist du direkt süß. Na, ihr beiden, seid ihr endlich fertig? Friedrich, du siehst ja himmlisch aus. Leise, die Kinder sind doch schon eingeschlafen. Also ich kann die kleinen Mädchen verstehen, die Postkarten mit deinem Bild drauf kaufen. Kommst du? Geht nur schon vor. Seid ihr böse? Ach, ist hier so komisch. Na, komm doch mit, Junge. Ich hole noch die Kameraden ab, die sind in der Fledermaus-Premiere im Metropoltheater. Zu! Herr von Ahrens! Das ist Herr von Ahrens! Auf! Auf! Frau Geis allein! Ja, Frau Nein, Geist kommt allein. Doch mit. Bitte, ich muss dir einen Kuss geben. Wieder auf, du, meine ich. Du warst umwerfen. In der kleinen Rolle? Ja, du, wir machen was zusammen. Du wirst ganz groß. Auf, alle noch einmal. Nein, ohne uns. Wir müssen mit dem Reichsmarschall zu Otto. Bis nachher bei mir. Aber Olivia, ich bitte dich. Na los doch, alle. Es wartet jemand auf Sie. Jetzt, aber wir müssen es doch. Es ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Jenny. Wie siehst du denn aus? Verzeih, dass ich hierher gekommen bin. Zieh dich rasch um, ja? Was ist mit Rosenfeld? Simon aus Buchenwald rausgelassen. Jetzt liegt er hier im Polizeikrankenhaus. In der Straße. Sie haben ihn ganz kaputt gemacht. Aber er ist doch wenigstens hier. Er soll mit einem Transport nach Polen. Das ist bei uns so Sippe, Schacken, Ass und Kuss. Mensch, Berlin, 11. müssen wir Urlaub haben, was? Ah, da ist er ja. Ich sag dir, du hast was versäumt. Komm schnell, ich habe eine Taxi für uns. Erst muss ich ein Bier haben. Halt, junge Dame. Noch nicht trinken. Dann reiße ich ja den Kelch von den Lippen, François, nachfüllen. Also, ohne weitere Schmunzes. Aber von Herzen. Ich trinke auf Friedrich Eilers, den ersten brillanten Träger der Kampfflieger. Prost! 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 Prost. Gratuliere, Kamerad. Danke. Wohl dann? Danke. Komm mir vor wie ein Kriegerdenkmal. Bist du auch. Sag du zu mir, Fritze. Glückwunsch, Eilers. Bravo! Wärst mir noch lieber, wenn du Jäger geblieben wärst. Angriff ist nun mal die beste Verteidigung. Auf General Haas! Darf mir wohl erlauben?
Auf den Führer. Prost mit dem leeren Glas, der Führer ist Abstinenzler. François, ein Glas Milch der frommen Denkungsart. Halt die Klappe, Kleiner, es genügt, wenn ich mir die Schnauze verbrenne. Verzeihung, Herr General. Ich kann auf meinen Schwiegersohn wirklich stolz sein. Das können wir alle, Papa. Das ganze deutsche Volk. Darf man auch mal ran? Aber bitte vor allem morgen. Vor allem morgen, klingt ja schrecklich, so formell, direkt reaktionär. Nennen Sie mich doch einfach Pützchen. Dankeschön, wir alle, die mich mögen. Kommt mir ein bisschen hastig vor, wir kennen uns doch kaum. Das macht doch der Liebe kein Kind, hätte ich beinahe gesagt. Prost, Harry. Aber Kind. Sagen Sie mal, sind Sie nicht mit Leutnant Hartmann verlobt? Verlobt. Verlobt ist so ein ekliges Wort. Klingt nach Plüschsofa und Händchen halten. Direkt reaktionär. Wer ist eigentlich bei dir noch alles reaktionär? Oh, Papachen, ich will dir den schönen Abend nicht verderben. Sonst würde ich es dir erklären. Harry versteht mich bestimmt richtig. Durchaus, mein Fräulein. Wissen Sie, morgen beim BDM verlobt man sich nicht mehr. Das hält zu lange auf. Ja, da heiratet man auch gar nicht erst, da hebt man gleich die Geburtenziffer. Hier wird's mir zu gefährlich. Wo ist denn mein Geleitschiff? Hier steckt er. Darf ich mich dem Flottenverband anschließen? Bitte. Sagen Sie, Harris, haben Sie was Neues in Erfahrung gebracht? Sie meinen? Ja. Ich möchte morgen der Sitzung die Stellung nehmen, bevor ich Ihrem... Gut, bevor ich Ihre Meinung weiß. Meine Meinung? Offiziell oder persönlich? Ich glaube, wir können Vertrauen zueinander haben. Was passiert denn eigentlich? Ich verstehe so wenig von diesen technischen Details. Hm. Immer dasselbe. Heute Nachmittag wieder eine Meldung. Diesmal aus Dessau. Zwei Mo 168 von der V-Serie Bruch gemacht. Beim Sturz. Ist der vierte oder fünfte Fall dicht hintereinander. Die Bauaufsicht steht vor einem Rätsel. Furchtbar. Wenn das bekannt wird, Sie tragen doch die direkte Verantwortung. Naja, ich kann doch nicht jedes Stückchen Aluminium persönlich abklopfen und jeder Stahltrosse zerren. Kann Stichproben machen und die Arbeit der einzelnen Abteilungen überprüfen. Vielleicht ist es eine Personalfrage. Haben Sie denn Leute, auf deren Gründlichkeit Sie sich wirklich verlassen können? Die habe ich. Sie kennen doch meinen Freund Oderbruch. Oderbruch? Ja, der oberste Ingenieur im technischen Amt, der die Erprobung durchführt. Der mit der Hand? Ja, ein Kriegskamerad von 1418. Der hat ein Auge, sage ich Ihnen. Dagegen bin ich ein blinder Hesse. Dem entgeht nichts. Störe ich? Oder besprechen Sie keine Berufsgeheimnisse? Aber bei uns gibt es doch keine Geheimnisse, Gruppenführer. Ist doch alles klar wie die Sonne. Der Generaldirektor lässt die Kisten bauen. Ich und meine Leute gucken ihn Mangte Kiemen. Holzauge ist wachsam. Kommodore und seine Knaben setzen sich rein und furzen damit in der Luft herum. Und wenn sie genügend Bruttoregistertonnen und Stadtviertel zusammengeschmissen haben, dann hängt sie ihnen zum Halse raus. Das Ritterkreuz, meine ich. Das ist der ganze Trick. Sozusagen wie beim Zauberkünstler, wo die Kaninchen aus dem Zylinder hopsen. Ja, genau. Harris mit der leichten Hand. Ja, für den gibt es keine Schwierigkeiten. Apropos Schwierigkeiten. Haben Sie eine Erklärung für diese merkwürdigen Zwischenfälle mit den neuen Bombern? Na, ihr beiden Hübschen. Das werden wir Ihnen nie vergessen, General Harris, dass Sie mir einen solchen Abend geben. Und was Sie über ihn gesagt haben, ich meine nicht nur die Anerkennung, ich meine die Wärme und die Freundschaft. Ja, ja, das hast du ganz richtig gesagt. Das hätte ich gar nicht so gekonnt. Ja, du bist ein richtiger, steifer, alter Holzbock. Aber ich kenne dich, ja. Du bist mir immer der Liebste gewesen, wenn du auch nicht säufst. Aber komm, du mach doch mal eine Ausnahme, ja? Prost. Wenn Sie gehört hätten, wie er immer von Ihnen erzählt hat, eifersüchtig hätte man werden können. Harris ist der Erste. Nach dem Führer natürlich, und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und jetzt haben Sie einen ollen Harris in Natura kennengelernt. Keine Enttäuschung, was? Gar keine Würde für einen General. Und dann nicht mal ein Parteigenosse. Prost. Naja, in der Beziehung denken wir vielleicht ein bisschen verschieden. Prost. Aber wo es drauf ankommt, da gibt es keine Unterschiede. Wie geht's denn zu Hause? Was machen die Kinder? Die Kinder? Oh, die wachsen. Die wachsen und wachsen. Der Klaus ist jetzt schon 11 Jahre lang. So ein richtiger kleiner Pimpf. Ich habe auch ein paar Bilder. Oh, nee, die habe ich im Mantel. Darf ich die mal holen? Ja, natürlich. Danke. Entschuldigung. Sie hätten die Freude sehen sollen. Mich hätte er gar nicht bemerkt vor lauter Vaterglück. Schön muss das sein, wenn man heimkommt und Kinder hat. Ja, wenn man heimkommt. Was haben Sie denn? Ach, nichts. Entschuldigen Sie bitte. Mir war nur ein Moment. Hauptmann Pfundmeier und drei Herren vom Kampfgeschwader Eilers. Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen zu Ihren Auszeichnungen zu gratulieren und Sie in unserem kleinen Kreis willkommen zu heißen. Danke, gehorsamst, Herr General. Pfundel, alte Rübensau. Immer bist du auch nicht geworden. Ja, Harry, alter Distelfink, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, darf man denn überhaupt noch du zu dir sagen? So ein Mordsviech, was du geworden bist? Wir sind nämlich Kameraden vom Ersten Krieg. Ja, 1718. Winter 1718 war es, wo es mich am Steißbein erwischt hat. Ja. Da war ich dann UK. Ja. Aber 23 an der Feldherrnhalle, da war ich wieder dabei. Hauptmann Hastenteufel. Oberleutnant Wretzke. Hallitzer, Hauptmann. Ja, Leutnant Hartmann. Schmidt Lausitz. Ach, so sehen Sie aus. A la Bonheur. Bist ja doch da. Das ist Baron Flunk. Ich hab dir ja schon von ihm erzählt. Flunk, Tröster der Witwen und Waisen. Das heißt, wenn Sie Urlaub haben, mache ich natürlich Ferien. Oder wollen wir mal alle zusammen bummeln gehen? Harry muss einen gemütlichen Abend geben in seiner berühmten Propellerbar. Da soll's zugehen. Tolle Sachen hört man. Scheint Sie ja wahnsinnig zu interessieren, junge Braut. Harry, ist es wahr, dass die Serviermädchen nur Feigenblätter tragen bei euren Festivitäten? Ich komme als Serviermädchen, sage ich Ihnen. Das wäre ein Hochgenuss an einem fleischlosen Tag. Fressen war allerdings damals schlechter. Das ist Hermann. Ma, garantiere, ich bin hier in rechtes Friedrichuszimmer. Der Reichsmarschall ist soeben gekommen. Würden Herr General bitte einen Augenblick... Gottes Willen, nein. Was will er denn von mir? Frau Kammersängerin Geist möchte Sie sprechen. Ach, Leg deinen Mantel inzwischen ab, Kind, ja? Ich komme gleich. Tja. Sieh kein, Olli. Ich muss dich unbedingt noch heute sprechen, Harry. Was ist denn los? Nicht hier. Kannst du nicht später zu mir kommen? Ich bin nur eine Viertelstunde hier. Wo guckst du denn hin? Dann muss ich zu Hause sein. Naja, aber ich hab doch Gäste. Na, bring sie einfach mit. Das Haus ist sowieso voll. Premierenfeier, weißt du? Mal sehen, wenn es nicht zu spät wird. Harrylein, aber bitte komm, bevor du ganz blau bist, ja? Also bald. Koriandel! Hier! Ah, Paule. Na endlich, Mensch. Ist doch schon 12. Wieso keine Austern? Einer der Herren schon Angriff? Was denn? Wieder? Mensch, du hast ja schon wieder eine neue Uniform. Wieso? Habe ich doch schon 8 Tage. Kennen Sie die Herren übrigens? Das ist Kudrinski, Ober bei Otto. Und das ist Kleinschmidt, Fahrer bei Göring. Man sieht's. Angenehm. Oh, warte. Kälte will in Russland. Naja, wenn das so weiterfriert, dann kommt zunächst noch Jans in Hermelin. Sei vorsichtig mit dem. Wieso? Wieso? Vor dem hat sogar Hermann Angst. SD? Jeder Zweite hier. Also mal einen Zahnstocher? Ist noch alle im Glassaal. Nee, doch ganz egal. Oh, Blutsaugen! Er ist undisziplinär! Also ist recht, Detlef. Immer schön aufpassen. Da drüben fehlt auch zu trinken. Sind Sie nicht ein bisschen unvorsichtig? Aber was soll mir denn groß passieren? Die Jungs wollen noch den Krieg gewinnen. Dazu brauchen sie mich. Nee, nee, Morung, wenn ich nicht mehr sagen kann, was ich mir denke, dann lohnt sich die ganze Chose überhaupt nicht mehr. Was lohnt sich denn überhaupt? Sieh mal an, der Morung. Alles der Einfluss vom Harald. Das hätten Sie früher wissen müssen. Damals, als Sie in das Geschäft eingestiegen sind. Als Sie und Ihresgleichen diese Kerls finanziert haben. Man hat sich das doch ganz anders gedacht. Da war die Börsenkrise, die Pleiten, der politische Wirrwarr, der ganze faule, knochenlose Liberalismus. Und man dachte, eine starke Hand, auch nach außen. Aber morgen, die wollen wir doch nicht im Ernst einreden, dass sich bei diesen Brüdern Illusionen gemacht haben. Seien wir doch mal ehrlich. Als die 33 drankamen, haben wir doch ganz genau gewusst, dass ein kleiner Weltkrieg angerichtet wird. Aber die Luftwaffe ohne mich? Nee, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich bin Flieger. Und außerdem, nirgends auf der Welt hätte man mir diese Möglichkeiten gegeben. Diese unbegrenzten Mittel, diese Macht. Dazu könnte man noch viel sagen. Na eben. Na, dann wollen wir mal zum Aufbruch blasen. Was? Sie nach Hause? Ja, ne, keine Angst, wir sind alle noch eingeladen bei der Geist-Premierenfeier. Was gibt's denn da? Hauptmann Lütjohann hat einen vorzüglichen Witz gelandet. So, na welchen denn? Sie werden lange, Herr General, einen neuen. Rekapituliere kurz. Ein Mann steht vorm Arzt. Aus dem Mund hängt ihm eine Strippe, so eine Art Litze.
Sagt der Arzt, was ist mit Ihnen los, Mann? Sagt der Mann, ganz dumme Sache, Herr Doktor. War gestern auf einer offiziellen Einladung. Da habe ich aus Versehen das Brötchen erwischt, wo das Mikrofon drin war. Na, war was Besonderes bei Otto? Vielleicht ein Gespräch mit Mohn. Ich habe mir ein Zeichen gemacht. Nee, das Ganze. Ach, weh. Ist was kaputt gegangen. Das ist ja auch kein Korkenzieher da, ne? Das war er nämlich immer da, ne? Der Korkenzieher hängt hier wie immer, mein Schatz. Du warst eben lange nicht mehr da. Entschuldige, Anne. Dann weißt du, ich hab so viel um die Ohren. Das wird jetzt wieder anders. Sag mal, habt ihr eigentlich genug zu essen oder soll ich euch in Koyanke mal wieder schicken? Na, ihr habt ja jetzt für 3 Wochen vorgesorgt. Marie. Heinz? Ja? Bist du einigermaßen klar? Ja, wie reiner Alkohol. Sag mal, du wolltest ja mit mir sprechen, was ist denn? Jenny war eben da. Ist was mit Rosenfeld? Ja. Und du bist der Einzige, der helfen kann. Na, meine Herren, wollen wir die geschlossene Formation nicht auflösen? Na, Hauptmann, wie wär's dann mit der kleinen Geländeübung, ne? Ja, gern. Na, sicher doch. So eine Sau. Wie meint ihr das? Ich meine die Sau, die wo ich hab, etwa den ersten Abend in Berlin und schon Damen vom Theater. Also sowas nenne ich eine Sau. Darf ich aber noch mal schweigen? Jenny kennt den Chefarzt vom Polizeikrankenhaus. Der schreibt Leute tot und lässt sie nachts abholen. Im Sarg. Das kostet 10.000. Die haben wir schon zusammen. Sie will versuchen, mit Rosenfeld ins Ausland zu kommen. Na klar, nicht wie weg. Aber wie kommen sie nicht über die Grenze? Jenny hat doch mal bei dir fliegen gelernt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das muss ja nachts sein. Wird sie denn das können? Für ihn wird sie alles können. Koyanke! Hier, mal reinkommen! Ach, hier sind Sie! Ich habe Sie nämlich schon im ganzen Haus gesucht. Ich will endlich mal mit Ihnen tanzen. Ja, schnell gleich nachkommen. Verzeihen Sie, ich glaube, ich habe gestört. General? Da? Zu trinken ist auch nichts mehr da. Bis nachher. Nulli. Sie erinnern sich doch an Professor Rosenfeld, den Chirurgen. Der Sie damals wieder zurechtgepflegt hat, als ich Sie am Baum gefahren habe. Genau. Sie erinnern sich doch auch an seine Frau, die damals bei uns fliegen gelandet hat. Eine reizende Person, General. Ja. So eine blonde Schnauze. Sie holen die beiden Herrschaften morgen ab. Wo? Hier. Wann? Morgen Nacht. Morgen Nacht, 10 Uhr. Für den Professor bringen Sie mit Militärmantel und alte Mütze von mir. Für die Frau. Halt ein Overall und Fliegerauge. Schnauze. Suchst du dein Glas? Ein Mädchen. Sind ja genügend da. Aber stimmt es? Wen denn? Ich weiß nicht, ich habe nur einen einzigen Blick mit dir gewechselt. Aber das war, du, das war in all dem Betrieb und Gerede. Wie eine helle, klare Glocke. Also, es hat mal wieder geklingelt. Aber, ja, die sah aus wie, warte mal, wie ein Wein schmeckt so. Hm? Wählende Sonnenuhr, wenn man ihn an einem schönen Sonntagmorgen trinkt. Was war es denn für ein Jahrgang? Du, der Allerbeste, 21er. Höchstens. Da kann man nur ganz fromm Prosit sagen und wohlbekommst. Aber wie kommst du denn auf die Idee, dass sie hier sein könnte? Ja, ich stand doch mit dir im Gang bei Otto. Ach, du meinst Dido. Hä? Didolein, komm mal her. Darf ich dir Herrn Harras vorstellen? Das ist meine kleine Nichte Dido. Sie wohnt seit 6 Wochen bei mir. Aber du kommst ja so selten. Meine Schwester wollte sie erst gar nicht nach Berlin lassen. Sie sagt, es sei zu gefährlich. Das Kind ist nämlich erst 21. Aber ich habe ihr fest versprochen, sehr gut auf sie aufzupassen. Harrylein. Sagen Sie mal, haben Sie das alles gehört hier? Auch das mit der Glocke und der wählenden Sonnenuhr am Sonntagmorgen? Ja. Sie lachen gar nicht?
Nein. Ach so. Ach, weil Sie denken, der alte Herr steht unter Denkmalschutz. Ne? Man muss Respekt vor ihm haben. Wollen wir nicht lieber tanzen? Von wem sind die Weilchen? Von Tante Olli. Na, ja, ist gut. Jetzt haben Sie einen Hollen Haras in Natura kennengelernt. Keine Täuschung, was? Gar keine Würde für einen General. Und dann nicht mal ein Parteigenosse. Prost. Ach, immer dasselbe. Saufen, meckern, hinter den Weibern her. Scheiß Kerl. Soll ich die Platte aufheben? Ja, auf alle Fälle. Man kann nie wissen. Wieso ist jetzt eigentlich dieser Gruppenführer so oft bei Haras? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Soll ich Ihnen auf jeden Fall den Personalakt Schmidt-Lausitz mal rauslegen? Schmidt-Lausitz? Ganz großes Tier bei Himmler? Wahrscheinlich Sonderauftrag. Ich höre, Herr Schmidt. Nicht gern, aber ich höre. General Haras, Sie machen, wenn ich so sagen darf, einen entscheidenden Fehler. Sie erkennen nicht, wer Ihre wahren Freunde sind. Im Allgemeinen habe ich einen Lausitz-guten Riecher. Ich weiß, ich bin Ihnen nicht sympathisch. Das werden Sie verwinden, Herr Gruppenführer. Nicht so leicht. Um ehrlich zu sein. Ich bin nämlich wirklich Ihr Freund. Sie wollen sagen, Sie haben den Sonderauftrag, mein Freund zu sein. In diesem Fall decken sich Auftrag und Empfindung. Ich kann Ihnen die Veilchen leider nicht verehren. Die habe ich nämlich selber geschenkt gekriegt. Naja, vielleicht gelingt es mir doch, dass Sie mir einen Augenblick ernsthaft zuhören. Bitte. Die allgemeine Unordnung in der Flugzeugproduktion ist so weit gediehen, dass es möglich ist, anlässlich einiger Betriebsunfälle von Sabotage zu sprechen. Es ist offensichtlich, dass die ganze Maschinerie nicht so läuft, wie sie laufen sollte und könnte. So. Und jetzt wollen Sie uns in aller Freundschaft die Ventile einschleifen, was? Und das technische Amt, also Sie, sind für die ganze Sache verantwortlich. Aber... jetzt kommt das Interessante für Sie. Wir sind der Meinung, dass Sie nicht schuld daran sind. Im Gegensatz zu Ihren großen Freunden, die vielleicht eines Tages diesen feinen Unterschied nicht machen werden. Ich weiß, Sie mögen den Parteibetrieb nicht. Ich weiß aber auch, dass Ihnen die Monokelfritzen vom Generalstab noch viel weniger sympathisch sind. Sie verabscheuen Konventionen. Sie sind volkstümlich. Ja. Sie haben das Zeug zum Volksgeneral. Haras. Kommen Sie zu uns. Bei uns wird die Luftwaffe wieder zu dem, was sie war. Und mehr. Bei uns ist Ordnung, Macht, Zukunft. Und kommen Sie jetzt. Warten Sie doch nicht, bis man Sie uns eines Tages ausliefert. Verzeihung. Der geradezu nicht-arische Kunstmaler Max Liebermann, Jutta Oller Berliner, der Gabe treffenden Witzes in großem Maße teilhaftig, hat er mal den schlichten Satz geprägt. Kann ja nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Entschuldigung, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Naja, wenn ich den Satz auf mich anwenden wollte, müsste ich natürlich statt Essen trinken sagen, aber... Kotzen bleibt auf jeden Fall. Prost, Herr Gruppenführer. Sehr komisch. Wer hat Angst vor blöden Läufel, blöden Läufel? Entschuldigung, ich habe Frühdienst. Gute Nacht. Herr Littler! Was war? Telefonieren. Bitte, Gruppenführer.
Ja? Hm. Ja. Ja. Gut, ich werde Göring informieren, damit sie gedeckt sind. Hm. Hm. Sabotage ist natürlich Motivierung genug. Ich übernehme die Verantwortung, Reichsführer. Ich danke. Herr Littler. Reichssicherheitshauptamt. Schmidt-Lausitz. Leitstelle Prinz-Albrecht-Straße, Zernik. No! B2906! B2906, Zernik. Wo, Gruppenführer? Sehr wohl, Gruppenführer. Ja. General abholen. Ohne Aufsehen. Da sollen wir die Hand mal vormachen. Jede! Licht aus! Mancher lernt nie. Ist doch Krieg! Was wieseln Sie denn da so rum? Ich eile mich. Deshalb können Sie auch ab und zu ein freundliches Wort an mich richten. In aller Eile. Wissen Sie, wenn man Kaffee kocht, dann muss man sich konzentrieren. Sonst schmeckt er nämlich nicht. Mhm. So. Jetzt muss er ziehen. Und dann wird er umgerührt und mit kaltem Wasser abgeschreckt. Und dann serviert. Von wem ist denn das Rezept? Tante Olli. Und wann tut Tante Olli den Kaffee rein? Also jetzt werde ich mal versuchen, mich zu konzentrieren. Tja. Decken. Jetzt muss ich es erst wieder kochen. Wo wollen Sie denn hin? Und wenn Tante Olli kommt? Dienstgefreiten Leisegang vom Peipussee, der seit 3 Jahren keinen Heimaturlaub gehabt hat, zur Geburt eines kräftigen Stammhalters. Wie ein Wunder kam die Liebe über Nacht. So soll man sein, wenn auch im Winter, wenn es schneit. Was macht ihr denn da? Großes Wunschkonzert der General im kleinsten Kreis. Achtung, Achtung, wir geben eine Sondermeldung durch. Der Kaffee ist fertig. Ich hab's auch neulich in Oderbuch geschrieben. Glücklich, dass ich kämpfen darf. Für dich, für die Kinder und für eine bessere Zukunft. Ja, und drüben gibt's Kaffee. Drüben. Aber sag doch mal, wo ist denn eigentlich der Cognac hingekommen? Das ist wirklich ein reizender Abend. War ein bisschen bunt, ne? Wer steht denn da draußen? Leutnant Hartmann ging da eben hinaus. Sonderbarer Kerl, ist der im Dienst auch so duckmäuserig? Na, ganz im Gegenteil. Immer vorne ran, immer freiwillig, aber immer sehr ernst. Manchmal könnte man denken, dem ist das Leben überhaupt nicht wert. Ja, das habe ich gar nicht gern. Leutnant Hartmann! Herr General! Entschuldigt. Was ist mit Ihnen los? Nichts, Herr General. Na, stehen Sie mal bequem, klappen Sie Ihr Innenleben auf.
So der Punkt? Oder Liebeskummer? Na also. Also was ist denn mit der kleinen Morgen? Es ist aus, Herr General. Wir werden uns nicht verloben. Ach. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen... Es ist da etwas mit meinem Nachweis. Eine meiner Urgroßmütter scheint aus dem Ausland gekommen zu sein. Ach, da sind sie wohl nicht ganz arisch, was? Man hat das oft in rheinischen Familien. Jedenfalls sind die Papiere nicht aufzufinden. Ja, dann begreife ich natürlich von Mohren. Sind Sie ein Mensch zweiter Ordnung? Hm? Da können Sie ja keine Parteikarriere machen. Nein, Herr General. Schrecklich. Diese alten, verbanschten rheinischen Familien. Stellen Sie sich doch bloß mal Ihre womögliche Ahnenreihe vor. Da war ein römischer Feldherr, schwarzer Kerl. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch. Der ist schon vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Dann kam ein griechischer Arzt dazu. Ein keltischer Legionär. Ein graubündner Landsknecht. Ein schwedischer Reiter. Und ein französischer Schauspieler. Ein böhmischer Musikant. Das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen, gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und so weiter und so weiter. Das waren die Besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse. Seien Sie stolz drauf, Leutnant Hartmann. Und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter auf den Abtritt. Das kann ich Fräulein Morung niemals begreiflich machen. Weil sie eine dumme Gans ist. Herr General. Ach, seien Sie doch froh, dass Sie schnäppellos sind. Ist doch keine Briefmarke wert. Diesen Spaß für 8 Tage Urlaub. Bestenfalls. Ach, junge Menschenskind, entschuldige. Ich wollte dich doch nicht kränken. Ist mir doch nur so rausgerutscht aus Wut. Haben Sie nicht so gemeint? Doch, Herr General, Sie haben es so gemeint. Und Sie haben recht. Na, nun pass mal auf, mein Junge. Jetzt holen wir uns eine anständige Pulle und reden mal ganz nüchtern darüber, nicht? Ich bitte, hier draußen bleiben zu dürfen. Wo wohnst denn du? Bei Eilers, aber dahin möchte ich jetzt nicht mehr zurück. Ich gehe in eine Wehrmachtsunterkunft. Sehr schön. Koyanke! Hier! General! Bringen Sie Leutnant Hartmann in meine Wohnung und sorgen Sie dafür, dass er sofort schläft. Hier, General. Was willst du denn in Olivias Schlafzimmer, Kleiner? Leider nur telefonieren. Ministerium sucht uns. Hallo? Ja, sie ruft doch mal durch. Ich suche sie überall, Harry. Eine gewisse Musik macht mich immer so. Oh, bei mir ganz im Gegenteil. Von morgen. Sind aufgehoben.
Die Herren vom Geschwader Eilers melden sich marschbereit um 8.30 Uhr im Luftgaukommando und gehen zur Heeresgruppe Smolensk. Nach Russland. Sehen wir uns? Ich weiß nicht. Aber ich. In einer Stunde schläft Tante Olli. Da stehe ich da unten an der Ecke mit meinem kleinen Sportwagen. Und in einer weiteren Stunde frühstücken wir beide in Rheinsberg. Preußisch sentimental. Oder wollen Sie mich lieber abholen damit? In einer Stunde sind Sie nüchtern und haben alles vergessen. Und das ist vielleicht ganz gut so. Wenn du glaubst, dass ich auch nur ein einziges Wort von dem vergessen werde, was wir beide heute Nacht gesprochen haben, beziehungsweise, was wir nicht gesprochen haben? Nicht. Ich glaub sonst. Ist noch niemand auf die Idee gekommen, Ihnen eine neue Uhr zu schenken? Doch, doch, doch. Jede bessere Dame. Aber ich habe keinen Bedarf. Das ist wohl das einzige Stück, von dem ich mich nie trennen werde. Ach, woher haben Sie sie denn? Sie hat mir mal jemand gegeben. Der erste, den ich abgeschossen habe. Ardennenwald 1916. Ich war bei ihm, wie er starb. Souvenir, sagte er, und schenkt mir die Uhr. Dabei grinste er und raucht eine Zigarette. Und von da ab wusste ich, dass mir nichts passieren wird, solange... solange ich die Uhr habe. Das ist natürlich alles Unsinn, Aberglauben und... da kommt der Koyanke. Also, wie war es verabredet? In einer Stunde? Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie mal ins Theater. Hm? Abgemacht. Schönen Gruß an Tante Olli. Und schlafen Sie gut. Ja, wo ist denn Ihr Oderbruch sitzt im Wagen? Hm? Ach, Karl. Karl, was ist denn los? Neue Meldung? Auch. Ab, Königsallee links rein. Wieso denn? Ich will nach Hause. Du kannst nicht nach Hause. Du sollst verhaftet werden. Das ist ja Unsinn. Ich weiß es. Ich habe jemanden in der Prinz-Albrecht-Straße. Einen Grund finden die immer, wenn die wollen. Besonders bei dir, leider. Das streite ich ja nicht ab. Aber zwischen wollen und können ist eben ein kleiner Unterschied. Immerhin bin ich Generalluftzeugmeister in drei Teufelsnamen. Außerdem glaube ich nicht, gerade nach heute Nacht nicht, dass die überhaupt wollen. Ich kann dir nur eins raten, ruf Hermann an. Ach, du immer mit deinem Hermann. Göring scheint für dich eine Art Kaiser Franz Josef im weißen Rössel zu sein. Ich mache mich ja lächerlich. Sondern glaube ich, habe Angst. Ganz egal, was er glaubt. Hauptsache, dass er was unternimmt, ehe sie dich haben. Koyanke, was fährst du uns denn hier mangt den Kiefern rum? Umdrehen, ich will nach Hause, habe ich gesagt. Harras! Einfach von deinen schlechten Nerven nicht nervös machen. Ich habe keine schlechten Nerven, weiß Gott nicht. Nur es regt mich auf, dass immer wieder alles, was man unternimmt, an dieser Wand von Leichtsinn und Dummheit abprallt. So, hör auf oder steig aus. Koyanke, halten Sie bitte. Karl, nun nimm doch Vernunft an. So, der ist ganz vernünftig. Sonst geht doch lieber Schnauze nach Hause. Alter Saufkopf, nur machen wir, dass du ins Bett kommst. Ist doch keine Art für einen Familienvater, jede Nacht durchzumachen. Leider keine Zeit, Herr General. Ich muss mal fotografieren lassen. Na nu? Meine Frau verjährt sonst ganz wie ich aussehe. Ach, Koyanoli, wir müssen uns ändern. Nach Ihnen, Herr General. Ohne mit der Wimper zu zucken. Schnauze. Ja. Jetzt ist er in der Wohnung, Kopf. Ja, allein. War noch Offizier im Waren, aber der ist kurz vor Ahrenplatz ausgestiegen.
Wir haben es nämlich eilig. Sie müssen 8.30 Uhr marschbereit sein. Alle Urlaube sind aufgehoben. Zurück an die Front? Ja, zwar nach Russland. Tut mir leid, mein Junge. Gott sei Dank. Was war das? Was haben Sie da eben gesagt? Gott sei Dank, Herr General. Was meinen Sie damit? Ich meine, ich bin gerne draußen bei den Kameraden. Weg mit der Tarnung, Hartmann. Ich will wissen, was Sie sich mit diesem Gott sei Dank gedacht haben. Na? Wird's bald. Ich habe mir gedacht, wenn ich auch fürs Leben nicht tauglich bin, zum Sterben reicht's bestimmt. Hör mal zu, mein Junge. Ich bin selbst ein alter Soldat. Ich verstehe was von dem Geschäft und ich sage dir, jeder, der was wert sein soll, da draußen oder überall, der muss die Hoffnung haben, durchzukommen. Und den Willen. Sag mal, freust du dich denn gar nicht darauf, wieder zu Hause zu sein, wenn dieser Scheißkrieg einmal vorbei ist? Ich habe nie ein richtiges Zuhause gehabt, bis ich zur Hitlerjugend kam. Meine Heimat war das Schulungslager. Und dann meine Staffel. Hören Sie mir zu, Hartmann. Sie sind jung, aber Sie wissen es nicht. Vor Ihnen liegt das Leben, aber Sie wissen ja, was das Leben ist. Und diese Welt ist wunderbar, glauben Sie mir. Wir Menschen tun zwar sehr viel, um sie zu versauen. Und wir haben auch einen gewissen Erfolg damit. Aber wir kommen nicht auf gegen das ursprüngliche Konzept. Und das Konzept ist gut. Ich weiß nicht, was sein Sinn ist, aber in unseren besten Stunden haben wir manchmal eine Ahnung davon. Komm wieder, Junge. Dann wirst du nicht mehr an den Tod denken. Dann wirst du dir wünschen, zu leben, lange zu leben und alt zu werden. So wie ich es mir wünsche. Soll ich aufmachen? Das mache ich schon selber. Kennen Sie den Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland? Ne? Wenn es in der Schweiz um diese Tageszeit klingelt, ist es der Milchmann. Fahren wir nach Rheinsberg? Ich habe es beinahe gedacht, dass Sie lachen würden. Entschuldige diese Leine, aber warum ich jetzt lache? Das wird ja eines Tages mein kluger Freund Oderbruch erklären. General Harras, wir müssen Sie einen Augenblick allein sprechen. Bitte. Wer ist denn da eben gekommen? Ich glaube, Polizei. Polizei? Ich sage Ihnen auch, ich habe um 11 Uhr eine wichtige Sitzung im Ministerium. Ich darf Sie nicht telefonieren lassen. Was ist denn mit General Harras? Wer sind Sie denn? Dorothea Geiss. Sekretärin vom General oder sowas? Nein. Schauspielerin. Ach so. Soldbuch? Urlaubschein? Ich brauche mich Zivilisten gegenüber nicht auszuweisen. Geheime Staatspolizei. Was wollen Sie eigentlich von General Harras? Ja, mein Kind. Kleine Panne passiert. Rheinsberg fällt flach für heute. Muss schnell zu einer Besprechung in die Stadt. Wird nicht lange dauern, aber nachher muss ich ja noch in die Sitzung, ne? Also, vielleicht komme ich abends ins Theater. Kann ich irgendwas für Sie erledigen? Bitte nicht. Ja, ja, Sie könnten meine Uhr zur Reparatur bringen. Die tickt in letzter Zeit so komisch. Auf bald.
Machen Sie es gut, Hartmann. Kommen Sie wieder. Auf Wiedersehen, Herr General. Klar. Sie haben nichts gesehen und nichts gehört. Sie werden sonst Unannehmlichkeiten haben. Verstanden? Meine Herren, bedauere mitteilen zu müssen, dass die heutige Sitzung auf unbestimmt verschoben werden muss. Herr General Harras wurde heute Morgen ganz plötzlich zu einer Frontinspektion abgerufen. Und was sollen wir mit ihm machen? Ich meine, welches Ergebnis der Untersuchung wird gewünscht? In welcher Richtung sollen wir? Das Ergebnis ist nicht so wichtig. Es handelt sich vielmehr um eine bestimmte Art von psychologischer Behandlung. Ah, ich verstehe. Das glaube ich nicht. Heute ist der 6. Dezember. Nikolaus. Machen Sie sich mal ein paar Notizen. Also zum Ersten. Für die nächsten, sagen wir mal, 10 Tage. Der ist ja ganz friedlich, wa? Jetzt, aber wärst du wieder die ersten Tag da angetobt hat, wenn wir sind kam. Telefonieren, sagt er, Walter. Hat King Roschen gehabt, wa? Hey! Bitte! So, zum Bett, Bruder. Im Namen des Volkes wird der Willi Naumann wegen Sabotage und Wehrkraftzersetzung durch Erschießen zum Tode verurteilt. Zur Salve! Fertig! Leg an! Gib! Feuer! Ist er ja gar nicht. Heißen Sie Jolowitsch? Nein. Wie heißen Sie? Harras. Eben. Weggedreht! Das ist ja mal ein ganz intelligenter. Der hat gleich erfasst, dass es hier um den Kopf geht. So, nur das kleine Schildchen vor die Brust, damit jeder gleich weiß, was sie für eine Nummer sind.
Komm an die Stange. Nur noch Profil. Komm an die Stange. Ab dafür ins Album. So, und nur noch Klavier spielen. Nanu. Sagt mal, hat einer von euch beiden vielleicht aus Versehen meine Zigaretten hier eingesteckt? Wir waren ja nicht im Zimmer. So, na dann mal her mit den Fingerchen. Links fangen wir an. Wie finde ich denn das? Ich war kaum 5 Sekunden draußen. Das ist ein Gelernter. Bist du selber schuld, die Brüder klauen doch alle. Politisch oder asozial, ist kein Unterschied. Schade, dass er die Cognacflasche nicht bemerkt hat. Da ist nämlich Salmiakgeist drin. Dabei hat er gar keine so langen Finger. Lange Finger ist gut. Wieso ist das die einzige Unterlage? Ich habe überall gesucht. Wir haben hier keinen Aktarz. Dann stellen Sie fest, wo der Akt ist und bringen Sie jemanden dahin. Gehen Sie doch weg hier. Ich muss sowieso jetzt auf Dienstreise. Ich bin gar nicht mehr da. Kann ja nicht endlich etwas geschehen. Ich bin seit einer Ewigkeit hier noch nicht ein einziges Mal vernommen worden. Ich habe keine Zeit. Weshalb sind Sie denn hier? Das weiß ich doch nicht! Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie nicht mal sagen wollen, weshalb Sie hier sind? Mal die Einlieferung schreiben. Aber das ist nichts da, außer der Paketkarte da. Im ganzen Haus nichts da. Keinen Einlieferungsschein? Wie haben Sie es denn fertig gebracht, hier überhaupt reinzukommen? Ich wusste, dass das Ganze ein Irrtum ist. Also bitte. Bitte lassen Sie mich doch frei. Sie sind richtig. Selbst wenn ich könnte, wie kann ich Ihnen einen Entlassungsschein ausstellen ohne Einlieferungsschein? Sie sind doch Selbstbeamter gewesen. Ist der Wagen da? Steht ihm hoch. Ich bin froh, dass er ein paar Wochen rauskommen aus dem Saftladen. Frohe Weihnachten, Sir. Also Post, Lublin, Leitstelle. Ja. Gruppenführer Schmidt Lausitz. Zernig. Wir wären dann soweit. General Harras? General Harras, ja, um Gottes Willen, wie ist denn das passiert? Wie sehen Sie denn aus? Na, erklären Sie mir doch. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Hauptschaumführer Zernik! Ach, der kann sich freuen. Zernik! Harras, ich bin ja aufs Tiefste erschüttert. Ich werde sofort veranlassen. Fass doch zu! Es ist und bleibt mir unfassbar. Ich habe doch natürlich auch geglaubt, dass Sie an der Front waren. Ja, ich war an der Front. Wie? Ach so, ja, richtig. Allerdings gewissermaßen. Aber eines verstehe ich überhaupt nicht, Harras. Wo waren denn Ihre großen Freunde? Glauben Sie, dass mein Geheimhal gewusst hat? Na ja, das ist selbstverständlich. Die Parole von der Frontinspektion kam ja doch aus dem Luftfahrtministerium. Kann ich mich hier rasieren? Sie können selbstverständlich meinen Apparat benutzen, Herr General. Alles da. Hier ist auch Ihr Koffer, Ihre Effekten, Ihr Tascheninhalt. Geld zählen Sie dann später nach. Uhr hatten Sie keine?
Krawatte, Schnürsenkel. So. Wollen Sie bitte quittieren? Lassen Sie das doch, Mann. Ist wirklich zu dumm, diese ganze Geschichte. Jetzt quatschen Sie nicht, gehen Sie raus. Wir sprechen uns noch. Brett vom Schädel. Was haben Sie denn, Harras? Ist Sie nicht gut? Nee. Ja, vielleicht die Zigarette. Sie haben ja lange nicht... Ja, aber lange nicht. Aber keine Bange. Ich komme schon langsam klar. Soll ich Ihren Fahrer anrufen? Ach nee, lieber nicht, der ist so schreckhaft. Ich spreche lieber selber mit ihm. Und, wann sprechen wir? Bitte? Ich meine, unser Gespräch von damals. Bei Frau Geis. Ach ja, richtig. Wo anschließend Zernik mich abgeholt hat. Na ja, also. Ich will Sie jetzt nicht drängen. Ich kann Sie ja jederzeit erreichen. Ja. Die nächsten 2 Stunden bin ich im Luftfahrtministerium. Herr General, zurück von der Front? Ja, ist Hermann drin? Der Reichsmarschall ist in St. Florentin Verenier bei Vitain. Jemand vom Stabe da? Nur ich. Von Stetten im Haus? Ja, auf der Sitzung. Was für eine Sitzung? Aber das ist doch eine ganz abenteuerliche Vermutung. Es kann sich nur um normale Materialermüdung handeln. Und ich protestiere! Das Material ist in Ordnung. Das alles ist für den Generalstab völlig uninteressant. Einzige, was uns interessiert, ist die Frage, wann der neue Typ endlich zum Einsatz kommt. Wollen Sie die Verantwortung für Abstürze an der Front übernehmen? Ich denke ja gar nicht dran. Technisches Amt hat 2 Jahre Zeit gehabt, den neuen Bombertyp zu entwickeln. Harras verspricht mir seit einem Jahr alle 4 Wochen, dass die Dinger kommen. Göring weiß schon gar nicht mehr, was am Führer sagen soll. Dann soll er Ihnen die Wahrheit sagen! Ach, das sagen Sie nun, Ihr Jugendlich, gleich die Wahrheit. Mahlzeit, die Herren. Entschuldigen Sie, wenn ich ein bisschen spät dran bin. Aber Sie sind ja auch ohne mich ganz hübsch auf Touren gekommen. Ich kann mir mal einer kurz zuflüstern, worum es geht, damit ich in Ihrem gemischten Chor mitjodeln kann. Ich glaube kaum, dass unsere Probleme, die in erster Linie Ihre Probleme sind, sich mit Ihrem bekannten sonnigen Humor lösen lassen. Also gut, dann ohne Humor. Nee, lassen Sie mal. Erinnere ihn nicht. Bei 2 Stühlen setzt man sich so leicht dazwischen. War ernst gemeint. Also? Während Ihrer bedauerlichen Abwesenheit haben sich weitere Zwischenfälle mit dem neuen Bombertyp ereignet. Aufgrund der Berichte über Probeflüge der einzelnen Bauaufsichtskommissionen... Dessau allein hatte 3 Abstürze. ...hatte das technische Amt die Auslieferung der ganzen Serie gestoppt. Das war am 11. Ja, am Tag des Kriegseintritts Amerikas. Ausgerechnet. Was? Amerika hat uns Krieg erklärt? Nein. Wie Amerika. Je 3 Maschinen aus jedem Lizenzwerk werden zurzeit auf Erprobungsstelle Nord unter meiner persönlichen Aufsicht Tag und Nacht untersucht. Herr Generalleutnant von Stetten hat daraufhin diese Sitzung verlangt. Bei der allgemeinen Diskussion zwischen Generalstab, Materialbeschaffung, Produktion und dem Technischen Amt hat Herr Mohrungen in sichtlicher Erregung, wenn ich diesen Umstand erwähnen darf... Jawohl, und ich sage es gern noch einmal. Es kann sich nur um planmäßige Störungen handeln. Mit einem Wort, um Sabotage. Wofür, das wissen Sie genauso gut wie ich. Das technische Amt die Verantwortung trägt. Allerdings. Also ich. So was sagt mir mein Freund Mohrungen am helllichten Tag mitten ins Gesicht. Das hätte vor 14 Tagen noch nicht getan. Entschuldigen Sie, die Abschweifung ist persönlich. Kann aber ruhig ins Protokoll. Nein, bitte nicht. Nee, Mohrungen, wenn Sie grau spielen, müssen Sie auch rauskommen mit den Jungs. Na, meine Herren, wer von Ihnen braucht denn noch einen schwarzen Mann für seine weiße Weste? Ich meine, wir sollten diese Frage besser in kleinerem Kreis erörtern, ja? Ach, welche Frage ist denn noch offen? Ob es nun Sabotage ist oder Fahrlässigkeit, ich muss den Fehler suchen. Und ich werde ihn finden. Ich trage ja sowieso allein die Verantwortung. Natürlich nur, wenn es noch erwünscht ist. Ich hänge nicht an meinem Posten, das wissen Sie ganz genau. Vielleicht erscheint jemand geeigneter.
der nicht überraschend verreisen muss, wäre ja verständlich. Und der die Verantwortung ohne jeden sonnigen Humor übernimmt. In diesem Falle steht mein Stuhl gern zu Ihrer Verfügung. Beziehungsweise zwei, um sich dazu... Ach, Verzeihung, ich wiederhole mich. Aber was soll denn das? Wohin führt denn das? Aber General, ich bitte Sie. Sie wissen doch, dass Sie der Einzige sind. Wenn Sie gehen, melde ich mich an die Frau. Herrn Weihrauch, bitte, ich bin anfällig. Die Sitzung ist geschlossen. Oh, Verzeihung. Bin ja heute nicht Schlattenschamis. Bitte, Herr von Stetten. Selbstverständlich. Danke Ihnen, meine Herren. Ich danke Ihnen. Mahlzeit, meine Herren. Komm, Karl. Ich muss Sie sprechen, Harras. Bitte. Ich weiß, Sie verachten mich jetzt, aber ich konnte nicht anders. Ich bin in einer furchtbaren Lage durch Ihre Schuld. Man hat einen Teil unseres Gespräches bei Otto mit abgehört. Bei mir war Haussuchung. Bitte verstehen Sie mich doch. Ich glaube natürlich genauso wenig wie Sie an Sabotage, aber... Aber ich verstehe sehr gut, dass ein Mensch sich retten will. Sie haben ja Familie. Es geht ja nicht nur um mich, um uns. Es geht um mehr. Um Deutschland, um Europa. Ja, jetzt, wo Amerika... Wir müssen über alle kleinen Bedenken hinaus zusammenstehen, wenn wir noch irgendetwas retten wollen. Retten Sie. Retten Sie feste morgen. Retten Sie vor allem Ihre Aufsichtsratsposten und Ihre Dividenden. Es sind doch letzten Endes auch Ihre Ideale, die auf dem Spiel stehen. Und retten Sie eben auch die. Mein Gott, wenn ich bloß mal einen einzigen Menschen finden würde, der zugibt, dass er nichts anderes retten will als seine Haut. Das möchte ich nämlich gern. Ich weiß, wir gehen alle vor die Hunde. Man hat keinen freien Willen mehr. Seine Ehre. Eben. Die haben Sie vergessen bei Ihrer Rettungsaktion. Mahlzeit morgen, gehen Sie was essen. Na, Kleiner? Hast du eine Stellung erhalten? Was ist denn? Sprichst du auch nicht mehr mit mir? Doch, doch, bin nur momentan so hoch, gerade sprachlos. Kleine Ladehemmung. Na, schieß mal los, wie war's denn hier? Irgendwie Flüster über meine Vergnügungsreise? Eisiges Schweigen über dem Nebelmeer. Keiner wusste was. Mit Ausnahme von jenem. Der hat natürlich durch die Erbsensuppe gesehen. Na, komm, Karl. Mach mal eine Verbindung mit Olivia, ja? Geht's? Ach, diese Sitzung. Nach jeder Sitzung möchte ich ziehen. Willst du dich erst mal nach Hause gehen, nicht 24 Stunden ausschlafen? Lass mich jetzt bloß nicht allein. Dann klappe ich zusammen. War's schlimm? Ich erzähl schon, wenn ich ein bisschen vergessen habe. Jedenfalls, du bist ein kluges Kind, Karl. Das nächste Mal höre ich auf dich. Und wenn du mir sagst, ich soll aus dem Fenster springen. Ja? Olli? Gott. Ja, natürlich, wann kannst du denn? Na, da ist doch mit uns. Gern. Gut, ja, nun gib mir doch mal Lido. Ah, das ist schade. Na ja, also, jetzt. Jetzt ist 11.20 Uhr. Ja, na, in einer guten Stunde. Ja? Ja. 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 Schön. Na Gott, da gib mir doch jetzt keine Gespräche rein. Was? Ach so, das ist was anderes. Ja, ja. Gruppenführer? Ich wollte mich nur schnell mal erkundigen, wie Sie sich fühlen. Freut mich. Sagen Sie, essen wir vielleicht zusammen? Muss denn das unbedingt schon heute sein? Na schön, also gut, sagen wir um drei, ja? Von mir aus auch um halb drei, ja. Nee, lieber bei mir. Bon. Halb drei, 14.30 Uhr. Wir können also spätestens um 16 Uhr dem Reichsführer Meldung machen. So oder so. Meine Herren, ich danke Ihnen. Was überlegst du denn? Ich versuche mir vorzustellen, wie du wohl in Schwarz aussehen wirst. Schwarz, sehr viel Silber. Und, Totenkopf. Ich nehme doch an, ihr kommt mit, wenn ich bei der SS eine Luftwaffenfiliale einrichte. Du, Lütjohann, Kojanke, lass doch mal meinen Wagen kommen. Jetzt versuch mal, ohne Witze zu sagen, was los ist.
Am Vorabend meiner Abreise hat der Sonderbeauftragte des Reichsführers SS, Herr Gruppenführer Schmidt-Lausitz, mich in ein kleines Gespräch verwickelt. Jawohl! 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 Er ist wieder da! Sind schon im Ministerium und schreit nach Koyanke. Aber da habe ich gesagt, Frau Lendgenator, ja, geht es weg, sich um den Sorgen zu machen. Komm, ist noch schnell was. Jetzt kannst du ja wieder. Ja, jetzt könnte ich wieder. Aber jetzt kann ich wieder nicht. Wissen Sie, der geht's genau wie dir. Immer wenn sie sich freut, dann heult sie. Ja, also mach gut, Schnuddelkind, ja? Du bist immer doch wieder los. Na, nur lach doch mal. Das war der Grund für meine Verhaftung. Nicht meine Witze. Nicht die sogenannte Sabotage. Sie wollten mich weichkochen. Sie wollten mir klar machen, dass ich keinen anderen Ausweg mehr habe. Und um 2:30 kommt der Kassierer. Was soll ich tun? Sei pünktlich. Was soll ich ihm sagen? Wenn du willst, sag ja. Ich denke ja gar nicht dran. Das habe ich schon mal von dir gehört. Damals, als Hitler und Göring zu dir kamen, dich ins Ministerium haben wollten. Ich höre dich noch in der Edenbar in unserer Ecke. Olivia war dabei. Ich denke nicht daran. Die Brüder machen Krieg. Ich denke nicht daran. Du denkst immer nicht dran, aber du tust es. Du schüttelst mit dem Kopf und sagst ja. 14 Tage später stand deine Ernennung zum Inspekteur der Yachtflieger im VB. Das war doch damals ganz was anderes. Ja, das war der erste Schritt. Und dann hast du Fuß vor Fuß gesetzt und bist ganz hübsch ins Marschieren gekommen. Wie ihr alle. Nur du warst vorne. Warum willst du nicht ganz vorne sein? Ich will damit nur sagen, frag mich nicht, du tust ja doch, was du gerade willst. Was ist denn heute mit dir? Sonst schenkst du immer nach, wenn's Gespräch so weit kommt. Karl, glaubst du auch an Sabotage? Entschuldigen, Fernschreiben, dringend. Hab Koyanke mitgebracht, vorsichtig beim Öffnen. Tickt so komisch. Was hast du denn, Karl? 12 Maschinen der neuen Säge sind von der Probung Nord an die Front gegangen. Trotz Protest der Bauaufsicht. Wer hat das veranlasst? Von Schnetten. Heute früh während der Sitzung. Hinter unserem Rücken. Was regst du dich denn auf? Dann tragen eben die Herren vom Generalstab die Verantwortung. Und wir? Ruf Hermann an. Wir müssen sofort was essen gehen. Mahlzeit. Dann ruf ich ihn an. Mahlzeit wird ja an. Mahlzeit, Herr General. Nehmen Sie lieber keinen Schaden mit. Heute ist Vollsammlung. Hat er sowieso geil. Aber für heute Abend kam heimlich kleine Sache bei Otto ins Auge gepasst. Wiedersehensfeier. Nur wir, der General, die betreffenden Damen. Nicht großes, nur Aperitif, wissen Sie. 6 Uhr, leichtes Essen, früh zu Bett. Ne? Kein Applaus. Ohne mich. Holzkopf. Olivia! Olli! 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 Was ist wieder da? Ach, hat er denn nicht angerufen? Vielleicht komm du zum Essen. Was soll ich ihn anziehen? Du freust dich ja gar nicht. Warum freust du dich nicht? Ich freue mich schrecklich. Ich bin ganz durcheinander. Du, ich glaube, wenn er jetzt zur Tür reinkäme, ich falle ihm einfach um den... Hals. Bitte? Olli, das ist eine Gemeinheit von dir. Du hast mich ja vor lauter Freuerei nicht zu Wort kommen lassen. Nein, du fallst schon. Sonst fällt er. Therese, können wir nicht bald essen? Herr Harras hat nicht lange Zeit. Ich habe nichts zum Kochen, da dauert es halt lang. Blendet so. Von dir sehe ich gar nichts. Ich bin nicht zum Anschauen. Ich bin eine Radioschönheit. In der Wochenschau sahst du mal sehr gut aus. Das muss ja in der Stummfilmzeit gewesen sein. Nein.
Du hast eine Rede gehalten an junge Fliege. Die haben doch so gestrahlt. Woran denkst du jetzt? Ich habe kürzlich einem einzelnen jungen Flieger eine Art Rede gehalten. Ich habe ihm gesagt, dass man über alles hinwegkommen kann, wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Das hätte ich beinahe vergessen. Wir können gleich essen. Sag mal, willst du nicht endlich deinen Mantel ausziehen? Der Rössler war eben da und hat die Fahrkarte gebracht. 17.30 Uhr Anhalter Bahnhof. Schlafwagen nach Wien. Warum hast du sie angenommen? Ich habe dem Rössler erst vor einer Stunde wieder gesagt, dass ich nicht mit ihm fahre. Was soll sie denn in Wien? Der Rössler hat ihr einen fabelhaften Vertrag für die Josefstadt gemacht. Erstes Fach. Da kann sie spielen, da ist kein Alarm. Und überhaupt. Aha. Und überhaupt meinst du mich, was? Bei Geist, ja, bitte. Wieder mal die Mohrungen. Nein, wir haben leider immer noch nichts von Herrn Harras gehört. Ach, ich hätte gedacht, er wäre bei Ihnen. Er ist nämlich wieder da. Wie erfreulich. Dann brauchen Sie auch nicht mehr so oft bei uns anzurufen, nicht? Eben. Soll ich ihn grüßen, falls ich ihn vor Ihnen sehe? Oh, bitte ja, aber vergessen Sie es bestimmt nicht. Ich bin nicht vergesslich, gar nicht. Bitte grüßen Sie auch Ihre liebe Frau Tante und Rosenfels. Herr Littler. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich soll Rosenfels grüßen. Was weiß denn die von Rosenfels? Oh, Rosenfels wohnt seit damals bei uns. Ja, wo sollten sie denn hin? Außerdem haben wir jeden Tag gedacht, du kommst zurück und bringst sie raus. Das ist ja furchtbar. Das ist doch weiter nichts geschehen bisher. Nur die kleine Mohrung hat mal nach dir gefragt und hat sie gesehen. Die Frau, wir kennten. Kennen wir? Ja, Therese. Also bitte, zieh dich aus und ruf Rosenfels. Seitdem trauen sie sich nämlich kaum aus dem Zimmer. Vor Angst. Angst. Überall Angst. Wenn meine Maschine in Ordnung ist, dann geht's vielleicht heute noch. Harry, flieg sie selbst raus. Und wenn's dir mit dem Mädel ernst ist, nimm sie mit. Und bleib draußen. In der Schweiz, in Schweden oder sonst wo. Du hast doch überall Freunde. Und fang irgendwo ein neues Leben an, ein anständiges. Olli. Ja, ich hab Angst um dich. Du denkst immer noch, du kannst mit denen da oben spielen. Aber ich sage dir, die spielen mit dir. Und um Dido habe ich auch solche Angst, wenn du sie erst in das alles hineinzerrst. Aber Olli, behalt doch die Nerven, Olitschka. Ich schaff das schon. Mach dir nichts vor, Harry. Du bist nicht mehr so wie früher. Du weißt zu viel. Auch von dir. Und du hast Angst. Bring dich in Sicherheit. Was kneifen? Vor denen? Vor mir? Denke ja gar nicht dran. Dann schick wenigstens das Kind nach Wien. Rosenfels sind nicht da. Rosenfels sind nicht da? Sie haben zu Therese gesagt, sie wollen ein Stück gehen. Aber sie sind doch noch nie aus dem Haus gegangen. Wann wollten sie denn zurück sein? Das haben sie nicht gesagt. Wir können nicht weit sein. Der Professor hat nicht einmal einen Hut mit. Na, Therese, was gibt's denn heute? Gäbe Rüben, Herr General. Tante Olli wird immer nervöser. Du sollst mich nach Wien schicken, nicht wahr? Ja. Möchtest du mich denn nach Wien schicken? Nein. Gott sei Dank. Du würdest es ja doch nicht tun. Doch. Ich würde alles tun, was du sagst, wenn du mich nur nicht fortschickst. Schneeluft. War verdammt kalt, was? Mir ist ganz warm. Wie wär's denn heute mit Rheinsberg? Ja. Ja, ich habe jetzt noch eine kleine Unterredung, so eine Art Ballgeflüster mit Feuerwerk. Aber nachher könnten wir uns doch in meinen kleinen Sportwagen setzen und in die Abendsonne fahren, ne? Ja. Ach ne, wieso? Bis wir dort sind, ist ja dunkel. Rheinsberg können wir uns doch auch auf der Rückfahrt anschauen. In der Morgensonne. Da kommt Kojanke. Du Willi, geh mal am Hagenplatz vorbei. Da sitzen zwei im Wartehäuschen mit dem Judenstern. Warum sollen sie denn nicht? Erstens dürfen sie nicht und zweitens sind sie tot.
gibt es denn hier? Weitergehen! Weitergehen! Wann geht dein Zug? Um 17:30. Fahr nach Wien. Vielleicht kann ich mitkommen. Vielleicht kann ich nachkommen. Fahr nach Wien. Wieso ist nicht abgeschlossen? Der Putzlappen ist so jange. Ja, hoffentlich ist der Knirsch pünktlich. Soll ich Kaffee kochen? Für einen Lausitz, auch das noch. Nee, nee. Aber bleibt lieber oben, auf alle Fälle. Jawohl. Tag, Herr General. Tag, Auguste. Na? Was machen Sie denn da? Da sehen Sie. Mahlzeit, Herr General. Ich habe Ihnen doch versprochen, mir mal Ihre berüchtigte Räuberhöhle anzusehen, Harry. Auch ein Armagnac? Müssen wir leider verschieben, Frau Morgen. Aber trinken Sie ruhig aus. Sie finden ja dann raus. Mich entschuldigen Sie wohl. Was ist denn? Was soll denn das? Ich habe mir vorgenommen, heute ein ernstes Wort mit Ihnen zu sprechen, Harry. Also, Fräulein Morgen, ich möchte nicht unhöflich sein. Das bin ich vielleicht. Warum ruinieren Sie sich, Harry? Haben Sie das nötig? Was mache ich? Was geht Sie denn das an? Ich kann das nicht mit ansehen. Es gibt nicht viele Männer auf der Welt. Richtige Männer. Sie sind einer. Ich kenne Ihren Geschmack leider zu wenig, um zu wissen, ob das ein Kompliment ist. Ja, Sie müssten ganz vorne sein. Ganz vorne. Es ist nur dummer Trotz, dass Sie nicht mitmachen. Sie sind doch kein Jude und kein Kommunist. In einem Jahr könnten Sie der Größte sein. Der Erste hinter dem Führer und jeden liquidieren, der Ihnen nicht passt. Warum greifen Sie nicht zu? Schauen Sie mal, haben Sie nicht vielleicht ein bisschen Temperatur? Temperament, Harry. Und das fehlt Ihnen. Sie brauchen eine Frau, die Ihnen die Sporen gibt, damit Sie losgehen. Wenn ich jemanden brauche, dann suche ich mir Alene. So, Freund Morum. Jetzt haben Sie meine Propellerbar gesehen und sogar mein Schlafzimmer. Jetzt gehen Sie mal recht hübsch nach Hause. Grüßen Sie Ihren armen Vater und sagen Sie ihm, er möchte Ihnen noch ab und zu einer rechtschaffenen Tracht Prügel verhelfen. Herr, ich warne Sie. Ich lasse mich nicht beiseite schieben. Ich bin vielleicht noch sehr jung, aber ich weiß genau, was ich will. Was heißt das, ich warne Sie? Ich warne Sie vor Damen, die sich alte Juden im Keller halten, aus Humanitätsduselei oder was weiß ich weshalb. Ihnen mögen die vielleicht sehr sympathisch sein, aber es gibt genug Leute, Sie kennen sie, die für sowas überhaupt keinen Humor haben würden. Was? Warum denn so dramatisch? Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Und raus, du Kräute! Vergreife ich mich noch an dir. Mit Lausitz? Hauptmann Lütjehan, Sie möchten bitte... Verunglückt? Ja. Mit einer von den Maschinen, die der von Stetten uns rausgerissen hat. Beim ersten Flug. Sehr grauenhaft. Ich dachte, ich bringe Ihnen die Nachricht lieber selber. Telefon ist ja heute Tag mit der durchschossenen Ölleitung, läuft alles raus. In der Prinz-Albrecht-Straße. Wissen Sie es auch schon? Herr Schmidt-Lausitz sich gemeldet? Mhm. Hat dem technischen Amt offiziell sein Beileid ausgesprochen. Sehr gerührt. War er denn nicht hier? Nee, aber vielleicht kommt er noch. Du warte hier auf ihn. Ich gehe inzwischen nach Erprobung raus. Ihre Uhr haben Sie liegen lassen. Danke. Wissen die Angehörigen schon? Der Stettler hat selber angerufen. Mit sehr viel Stolz und Trauerflor um die Stimmbänder. Ich hätte ihm gerne in den Arsch getreten. Wir müssen sofort zu Ihrer Schwester. Friedrich Eilers ist gefallen. Tut mir so leid. Sie wissen ja, wie gern ich ihn hatte. Ich hab's den Kindern noch nicht sagen können. Er wusste wenigstens, wofür er fiel. Und Sie wissen, wofür Sie ihn hergegeben haben. Das Beste an diesem bisschen Leben ist doch der Glaube.
Eine Idee, die groß genug ist, um dafür zu sterben. Ja, und in stolzer Trauer die Helden bewahren, nicht wahr? Das kommt doch wohl jetzt. Nein, Harris, hören Sie auf mit diesen furchtbaren Phrasen, mit diesen Lügen. Ich weiß, Sie meinen es gut, aber ich kann das nicht mehr hören. Ich habe selber zu viel gelogen, die ganzen schönen Jahre mit Friedrich. Ich habe nie an das geglaubt, was ihm so groß und heilig war. Ich habe immer gewusst, es ist erbärmlich und schmutzig. Aber ich habe es ihm doch nicht sagen können. Ich habe ihn auch geliebt. Ich habe immer gehofft, später, wenn dieser wahnsinnige Krieg einmal aus sein wird, dann kann ich mit ihm sprechen, mit ihm streiten, mit ihm einig werden. Der hat nie gewusst, dass sie... Durfte ich ihn denn unsicher machen, unglücklich? Solange er Tag für Tag da draußen seinen Kopf hinhalten muss, das ist doch Krieg. Er musste doch Soldat sein. Er war so glücklich, für eine bessere Welt kämpfen zu dürfen. Für uns. Für die Kinder und mich. Ich konnte ihm doch nicht sagen, dass er für ein paar wahnsinnige, verantwortungslose Spieler kämpft. Und nun ist er für sie gestorben. Für eine fremde Sache. Einen fremden, falschen Tod. Quälen Sie sich nicht, Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Es war richtig, dass Sie gelogen haben. Nein, Harris. Es war nicht richtig. Heute weiß ich das. Man darf nicht schweigen, wenn man das alles weiß. Nicht schweigen, nicht lügen und nicht mitmachen. Was kann eine Frau denn tun? Warum tut ihr denn nichts, ihr Männer? Ihr wisst doch auch alle besser als wir. Warum tut ihr denn nichts? Klaus, Erika, geht doch in euer Zimmer. Einige Herren vom Generalstab sind draußen. Danke Ihnen für Ihren Besuch und dass Sie mir zugehört haben. Ich habe doch sonst niemanden. Ich danke Ihnen, Anne. Ich wollte Ihnen helfen. Und jetzt haben Sie mir geholfen. Ja. Bitte, meine Herren. Hier ist VL 41. Er ist eben reingefahren. Ah, Hofrichter! Original. Schwestermaschine von der verdammten Eilerskiste da? Drüben die letzte. Sturzflug schon geprüft? Nee, Herr General. Warm laufen lassen. Jawohl, Herr General. Kümmer dich um Quartier, Kajan Nulli. Ich möchte lieber in der Nähe bleiben. Ich roll mal Stiegummi in die Ecke, ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. Was ist denn? Sie haben Schnauze vergessen. Schnauze. Was sagst du zu Eilers? Hab eben noch mal seinen letzten Brief gelesen. Haben wir uns nichts vorzuwerfen, Karl? Waren wir nachlässig? Ich hab ja nicht gewollt, dass die Maschinen an die Front gehen. Mal vor wie sein Mörder. Du? Unsinn. Ich muss jetzt wissen, was da los ist. Zufall oder Absicht, wir müssen das finden. Komm, komm, Karl, lass mir doch ein Feldbett aufstechen. Du, wir finden es doch, was? Ich hol die Pläne. Was war denn mit Klausitz? Da war ich da. Was? Es war ihm doch so dringend. Herr Lütjan wartet noch auf ihn.
mach dir Kaffee. Quatsch, Strickmann soll eine Pulle Wein schicken von meiner Sorte. Was machen denn die da mit dem 168? Wer soll denn die heute noch fliegen? Ich. Du willst die Maschine nicht fliegen. Ich muss rauskriegen, was mit dem Vogel los. Rauskriegen müsstest du vielleicht, aber erzählen, dass das nicht mehr können. Mach dich doch nicht lächerlich. Ich hab mein Leben lang lahme Enten eingeflogen. In deinem Zustand, nach 14 Tagen Gestapo. Also komm, 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 hol die Pläne. Komm. Man soll eine volle Wein reinschicken für den Chef. Der Herr Leutnant möchte den Herrn General sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist. Dienstsache? Eigentlich nicht. Ich bin mit dem Herrn General sehr gut bekannt. Gestatten Sie, Leutnant Hartmann, Kampfgeschwader Eilers. Wissen Sie was Näheres hier über den Absturz? Nein, ich bin seit 14 Tagen nicht mehr bei meiner Staffel. Moment mal, ich werde den General... Moment mal. Wann weißt du, dass das Trimmruder sich beim Sturzflug selbstständig macht? Von Anfang an. Konstruktionsfehler, oder? Konstruktionsfehler. Den du nicht gemeldet hast? Ja. Also du? Ja. Ich bin in meinem Büro. Zu eurer Verfügung. Können Sie dem Chef nicht sagen, er soll abhauen? Ich mache die alte Sportmaschine im Schuppen 35 klar. Ich habe
Warum sagen Sie denn nichts? Schuppen 35, sagen Sie ihm das doch! Reichssicherheitshauptamt mit sofortiger Wirkung die Untersuchung der Unfälle in der Flugzeugproduktion. Der Reichsführer hat mich mit der Durchführung der Aktion beauftragt. So, so, jetzt weiß ich wenigstens, welchem Umstand ich es zu verdanken habe, dass Sie heute Nachmittag um 2:30 nicht in meiner Wohnung erschienen sind. Unsere Unterredung wurde inzwischen gegenstandslos. Der Führer wird in Kürze das Oberkommando der Wehrmacht übernehmen. Damit werden sich automatisch auch in den anderen Wehrmachtsteilen die Umgruppierungen ergeben, die uns wünschenswert scheinen. Anzunehmen. Und somit entfällt das Interesse an Ihrer Person. Hirn ist menschlich, sagte der Hahn. Stieg von der Ente. Was die Untersuchung angeht, so werden wir sehr schnell zu einem befriedigenden Ergebnis kommen. Ich gebe Ihnen eine Frist von 2 Stunden. Sie werden mir also bis dahin entweder den Schuldigen bringen, wobei es mir vollkommen egal ist, ob es sich um Sabotage oder Fahrlässigkeit handelt, oder Sie werden diese Erklärung unterschreiben, worin Sie um Enthebung von all Ihren Ämtern bitten. Begründung liegt bei. Was praktisch einer Selbstbezichtigung gleichkommt. Richtig. Damit Sie so oder so den lästigen Mitwisser Ihres kleinen Schwarzgeschäftes mit der Luftwaffe los sein würden. Sie wissen, dass ich immer sehr wenig Verständnis für Ihre Art von Humor gehabt habe. Haben Sie noch was Sachliches mitzuteilen? Wenn ich Ihnen den Schuldigen bringe. Haben Sie einen Verdacht? Was ist dann? Dann? Naja, das würde natürlich die Situation vollkommen ändern. So, das würde die ändern. Ja, das heißt, das ist noch die Frage. Ich meine, das wäre doch äußerst merkwürdig, wenn Ihnen jetzt plötzlich hier unter Druck das gelingen würde in 2 Stunden, was Ihnen bei allen Möglichkeiten in 2 Monaten nicht möglich war. Bravo. Genau das wollte ich hören. Bitte? Danke. Erledigt. Richtig. Auch für mich erledigt. Lass mal, Schmidt-Lausitz. Warum schießen Sie mich eigentlich nicht über den Haufen? Sie sind kein Gegner mehr. Warum soll ich mir die Hände schmutzig machen? Werden Sie das nicht selber besorgen? Taktvollerweise? Sowas soll doch in Ihren Kreisen als besonders ehrenvoll gelten, habe ich mir sagen lassen. Aber Sie können überzeugt sein. Wenn es notwendig wird, dann werde ich keine Sekunde zögern, Sie unschädlich zu machen. Gegenseitig. Da wir nun doch entgegen meinem Vorsatz ins Persönliche gekommen sind, möchte ich noch etwas hinzufügen. Danke, bekannt. Sie werden sich das trotzdem anhören. Es wird höchste Zeit, dass Figuren wie Sie abtreten. Wir müssen Ballast abwerfen für das, was vor uns liegt. Für die Neuordnung Europas, für die Erschließung des Ostens, für den Aufbau einer wirklich neuen Welt. Danke, ich lese Hochzeitung. Für Sie und Ihre dummen Witzeleien ist einfach kein Platz mehr in unserem größeren Vaterland. Was haben Sie da gesagt? Vaterland? Sie? Ach, was verstehen Sie denn darunter? Hä? Buchstabieren Sie doch mal. V wie Volksgerichtshof. A
Wie aufhängen. T wie totschlagen. E wie erschießen. R wie Rassenverfolgung. L wie Lager. Auschwitz. Neuengamme. Dachau. Sehen Sie, so buchstabiert man heute in Deutschland. Vaterland. Nun aber raus. Raus! Sind Sie wahnsinnig? Zug nach Wien, Dresden über Protektorat, Gleis 5, fahrplanmäßige Abfahrt 17:36 Uhr, läuft wegen Luftgefahr sofort aus. Einsteigen und Türen schließen. Beeilung bitte. Komm, komm. Karl! Ich nehme an, du brauchst für deinen Bericht Details. Das Schneckenrad, das den Rücklauf des Trimmruders bremsen soll, läuft zu leicht. Wird es geölt, was bei den meisten Maschinen aus Gründlichkeit geschieht. Tritt beim Sturzflug das ein, was du weißt. Das ist alles. Seid ihr mehrere, die das wissen und schweigen? Ich bin allein. Für wen tust du das? Für die Engländer, für Russland? Für Deutschland. Der vorhin sagte Vaterland, das war seine Entschuldigung für alles Mögliche. Wie bist du denn darauf gekommen? Du hast dich doch nie um Politik gekümmert. Es geht dir gut seit 33, besser als vorher. Hast keine Jüdin zur Frau? Hast niemand im KZ verloren oder am 30. Juni? Was war denn der Grund? Kein persönlicher. Ich habe eines Tages angefangen, mich zu schämen, dass ich ein Deutscher bin. Dass im Namen des Volkes, also auch in meinem Namen, so viel Unrecht geschieht. Anderen Völkern und vor allem dem meinen. Und da hast du dich entschlossen? Nein, noch lange nicht. Ich konnte nicht. Ich habe mich gequält, bis mir der Zufall zu Hilfe kam. Ein Rad lief rückwärts und das war wie ein Symbol. Ach, und du meinst, dass du mit diesem einen Rädchen die ganze Entwicklung zurückdrehen kannst? Du hast zu denen gehört, die das Rädchen geschmiert haben. Ich konnte nur bremsen, du hast geölt. Ja. Vielleicht war beides falsch, vielleicht sollte man warten, bis sich die Kerle selber in den Abgrund gekarrt haben. Aber ich kann nicht anders. Das Böse in der Welt lebt nicht durch die, die Böses tun, es lebt durch die, die Böses dulden. Und wir alle, wir haben viel zu viel geduldet. Jeder Tag, den dieser Wahnsinn eher zu Ende ist. Warum lässt du mich das alles aussprechen? Dein Freund Eilers? Eilers. Du weißt ja gut, dass alle Werkpiloten den Befehl haben, auszusteigen, wenn sich die Maschine nicht fängt. Wir haben keinen Mann verloren. Ich konnte dich ahnen, aus Städten, dieser verdammte Städten. Ich habe alles getan, dass die Maschine nicht an die Front kommen. Sie waren nicht einsatzfähig, sollten es nie werden. Das war ja der Sinn. Aber Eilers ist tot. Du darfst mir seinen Tod nicht vorwerfen. Ich mir vielleicht, du nicht. Und dein Zögern, dein Mitmachen, dein Dulden ist schuld daran, dass Millionen von Unschuldigen zugrunde gehen. Warum hast du in all den Jahren nie mit mir gesprochen? Ich habe es oft versucht, aber du hast mir nie geantwortet, oder nur halb. Du warst so hoch gestiegen, dass dein Gewissen in den Wolken hing. Und da habe ich lieber geschwiegen, und das war gut so. Heute habe ich alles gesagt, sagen müssen. Um mir das Leben zu retten. Du hast mir endlich eine ganze Antwort gegeben. Hast mir wortlos die Pistole hingelegt. Was? Was habe ich getan? Ach so. Ja, mir ist ja alles zuzutrauen. Die liegt für mich da. Gott will Haras, verzeih. Geschenkt, Karl. Du hast ja recht. Bei mir weiß ja wirklich niemand mehr, woran er ist. Nicht einmal ich. 100 Gesichter, kein Gesicht.
das Gesicht verloren, wie die Chinesen sagen. Niemand ist Feind mehr, niemand ist Freund mehr. Zwischen den Stühlen, nur noch im Wege. Am Ende. Ja, was? Am Ende. Am Ende von Schwäche, von Zweifel, von Feigheit. Du, weißt du, was das ist? Genauso war es bei mir. Das ist der Anfang. Klingt schön, Karl. Aber bitte keine Osterglocken. Das ist Goethe, Faust, Poesie. Nee. Wir sind auf einem Flugplatz. Da draußen, im Dunkeln, zwischen den Fledermäusen des 20. Jahrhunderts, steht der Kassierer mit der quittierten Rechnung. Nee. Ich muss endlich mal meine Schulden los sein. Meine Schuld. Ja? Ja, Hartmann, wo kommen Sie denn her? Momentan aus der Kantine sozusagen, Herr General. Ich habe mir gedacht, wenn ich Ihren Wein bringe, lassen Sie mich rein. Das ist richtig. Was haben Sie sich denn da zugezogen? Das ist nicht weiter schlimm, Herr General. Damit bin ich eine halbe Nacht im Schwarzen Meer rumgeschwommen. Ich habe an Sie gedacht dabei. Ich wollte durchkommen. Bravo. Fliegen kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb wollte ich Herrn General fragen, ob Sie mich hier irgendwo vielleicht verwenden können. Ich verstehe ein bisschen von Technik. Ich möchte vor allen Dingen in Ihrer Nähe bleiben, wenn ich darf. Entschuldigen Sie. Ich glaube, Sie brauchen sich auch nicht mehr über mich zu ärgern. Ich weiß jetzt, wo es längst geht. Und wenn ich wieder mal dummes Zeug reden sollte, ich bin auch in Zukunft für jede Ohrfeige dankbar. Tja, Hartmann, ich bin gerade im Aufbruch. Es handelt sich um eine ziemlich weite Reise. Kannst du ihn vielleicht brauchen? Melden Sie sich bei mir, wenn Sie wieder gesund sind. Danke, Oberster Ingenieur. Danke, Herr General. Es war schön, Sie noch mal zu sehen. Wenn ich in irgendein schwarzes Meer fallen sollte, werde ich an dich denken. Hartmann, haben Sie eigentlich eine Uhr? Leider abgesoffen, Herr General. War ein Geschenk vom Pützchen. Aber es muss ungefähr 6 sein. Nehmen Sie die. Aber verlieren Sie sie nicht. Souvenir. Nehmen Sie wohl. Komm, Karl, ein Glas. Soll mir keiner nachsagen, ich hätte hier eine volle Flasche stehen lassen. Janke wartet in Schuppen 35. Nimm deine Sportmaschine, fliege in die Schweiz. Ich denke nicht daran. Wer auf Erden des Teufels General war und ihm die Bahn gebombt hat, muss ihm auch Quartier in der Hölle machen. Der Nordwest riecht nach Salzwasser. Heute kommen sie. Lasst euch nicht erwischen. Wache! Zerwick! Thomas! Tierke! General! Hierher! Hierher! Sie, Gruppenführer!
General Harras soeben in Erfüllung seiner Pflicht tödlich verunglückt. Jawohl. Beim Ausprobieren einer Kampfmaschine. Schade. Staatsbegräbnis.